Diesen Bericht präsentiert euch Liquimolé, Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel. Moder TV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Das ROAC, das Race of Champions in Austria, in Österreich. Und wir haben einen, den Favoriten da, den Karl Schagerl. Karl, dein Bergauto für das Rallycross morgen, einsatzfähig, gut geeignet? Ja, wie wir beim Training jetzt da gesehen haben, also es ist nicht so einfach, das Infield ist sehr eng für unsere Autos, die Rallycrosser fahren ja ein bisschen andere, einen anderen Kurs und die Bergfahrer und Slalomfahrer fahren das Infield und ein bisschen einen engeren Kurs, also das ist nicht leicht, haben wir heute schon gesehen, werden wir schauen, wie das funktioniert. Ist das für dein Auto, weil der hat ja doch 800 PS, das Ideale da in dem engen Infield? Nein, also beim Training hat es ausgespielt, alles andere als optimal, aber wir werden versuchen, jetzt das Fahrwerk für morgen ein bisschen zum justieren und schauen, ob das ein bisschen besser geht und das Beste draus machen für morgen. Spaß muss es machen, das ist das Wichtigste. Wir sind da 2013, glaube ich, das letzte Mal gefahren, denn das ROAC da, das hat wunderbar Spaß gemacht. Damals war das Auto noch so auf Berg umgebaut, wir sind damals schon zwei Bergrennen gefahren. Haben den aber damals ein bisschen Hechertraht und sind die Runde gefahren mit außen. Damals hat es es gegeben, da haben alle die Rallye-Großstrecken fahren müssen und das hat damals richtig Spaß gemacht. Ja Karl, ich war heuer einmal dabei in Glasbach, wo leider den Fahrzeug gebrannt hat nach der Bestzeit. Und da habt ihr euch ein heißes Rennen geliefert, du und der BMW Z4, was ich damals so mitgekriegt habe. Und leider Gottes dann dein Schaden bei deinem Auto. Alles repariert und die Saison war doch noch top. Ja genau, das war bitter damals, also zuerst ist der Weidinger Jörg ausgefallen und im selben Renndurchgangs kann man sagen und dann wir, also es war ein bitteres Ende für uns Favoriten, es war halt leider so, kann man nichts machen und ja, das Auto funktioniert wieder, wir haben wieder alles repariert, haben die restliche Saison erfolgreich fahren können. Und jetzt hoffen wir, dass morgen dann auch noch alles passt. Ja, war eine erfolgreiche Saison. Und was hat es für einen Titel gegeben heuer? Also den Staatsmeistertitel habe ich zum 9. Mal errungen. Und erst nur zum 9. Mal. Ja, also sind wir recht zufrieden und richtig happy. Und wie geht es nächstes Jahr weiter? Nächstes Jahr ist die Nummer 10 in Angriff und schauen wir mal, ob das möglich ist. Also ist am Berg sind jetzt da. Ist wieder richtig Aufschwung bei uns und werden wir sehen, es sind viele Titelanwärter, werden wir schauen, ob es wieder ausgeht. Morgen eine heiße Konkurrenz da? Ja, also für die Bergrennszene, also sind da, wenn man das zusammenrechnet, glaube ich, über 2000 PS da, also es wird sicher spannend. Ja gut, 2000 PS, 800 hat er allein schon, also es wird spannend. Lassen wir uns überraschen, es wird ein toller Tag morgen, traumhaftes Wetter hat er gemeldet und wir freuen uns schon morgen auf die heißen Starts, auf die heißen Drifts. Karl, alles Gute, viel Erfolg und dann schauen wir, was am Ende des Tages rauskommt. Jawohl, danke, bis morgen. Diesen Bericht präsentierte euch Liquimolé, Öle, Schmiermittel, Additive, Reinigungs- und Pflegemittel. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Dietmar Brücke von TV22.